Willkommen zurück zu einer neuen Folge Shadow Tactics Blades of the Shogun. Wir sind hier in Folge 77. Nun, in der Burg gelandet. Wir haben uns vorgekämpft. Wir haben Wachen getötet. Haben sie umgangen irgendwie. Und sind nun in den Burgmauern unterwegs. Nämlich mit... Irgendwas ist da falsch gelaufen. Ach, der Samurai. Da war was, ja. Genau. Alex hat schon so lange nicht mehr gespielt, da weiß er gar nicht mehr, dass da dieser bestimmte Samurai ist. Ja. Okay, Entschuldigung. Ja, beende deine Antwort. Genau, Team Yukuma hat es nämlich schon geschafft, in die Burg zu kommen mit Takuma und Yuki. Takuma ist auch irgendwo, wo ist Takuma? Der sitzt hier direkt hinterm Kistenhaufen, siehst du ihn? Da? Oh ja, stimmt. Dann ist ja gut. Genau. Hier gibt es natürlich noch überall patrouillierende Samurai, wie das so ist. Und ja, einen großen Burghof mit allerlei Wachen. Alex hat also genug zu tun, diese Folge. Und was hast du dir überlegt? Ich wollte entweder den, der hier auf dem Turm steht, erledigen. Da sehe ich aber gerade nicht wie. Obwohl, vielleicht auch doch, ich weiß es noch nicht genau. Aber ich versuche jetzt erstmal einfach die Typen hier rauszulassen. Vielleicht machen die dann meine Arbeit. Mann, das sind Zivilisten, die helfen uns gar nicht. Dann mache ich die Tür lieber wieder zu. Es gibt bestimmt ein Achievement, ne? Ja, das gibt mit Sicherheit ein Abzeichen, wenn man die alle befreit. Wie viele sind das? Zwei? Hier sind noch welche? Nicht? Na, dann sind das nur die beiden Lager erstmal. Vielleicht finden wir später nochmal eins hier oben oder so. Weiß ich nicht. Na gut. Wo ist eigentlich der General? Also noch den General? Der ist noch nicht rausgekommen. Der kommt erst raus, wenn die, wenn wir das Lager in die Luft gejagt haben. Ah, okay. Der ist in seinem Planungszelt und schmiedet Pläne. Gut. Meinst du, ich schaff's hinter den Karren, ohne von dem hier oben, von dem Strohhut gesehen zu werden? Ich würde gerne hinter ihm hier hochklettern und den hier erledigen dann. Oh wow. Wir haben nur noch zwei Granaten. Ja, du willst ihn noch nicht abschießen, ne? Den Samurai? Nee. Ach so, den nee. Nee, okay. Nee, wir haben jetzt hier... Wie viele haben wir abgeschossen? Zwei Typen, oder? Ja. Oh ja. Genau, wir haben noch vier Schuss, wir haben schon zwei... erschossen, das waren die beiden Offiziere. Ich will jetzt auch nicht jeden abschießen, das ist ja auch, ja, ist ja gut. Auch oben, langweilig. Da oben ist auch noch eine schöne Kiste, ne, auf dem Turm, wieder einmal. Genau. Oh, das ist eine große Frage. Da muss ich noch ein Stück weiter außen rum, aber dann müsste das gehen, oder? Ja, kannst auch durchlaufen. Vielleicht speichere ich auch irgendwann mal was. Vergiss nicht, da ist der Samurai, der könnte dich sehen. Auf. Sehr gut. So, das speichern wir mal kurz. Was redet Mugen eigentlich? Was weiß ich. Vielleicht sollte Mugen das aufmachen. Ja, Mugen macht das alles. Sehr schön. Oh. Das ist genau die gestrichelte Kante, ich sag dir das. Ja. Ich hab mir das gemerkt, an welchem Pixel die ist. So, jetzt kann ich doch hier, der wird doch, wenn ich das richtig gesehen habe, wird der niemals gesehen von irgendwem hier oben. Vielleicht von dem, nee, eigentlich auch nicht. Der geht ja jetzt mit den Wachen reden. Zurücklaufen vielleicht. Das heißt, eigentlich kann ich jetzt so... Oh, das war einer mit Spezialnamen. Habt ihr das gesehen? Ich hab's nicht gesehen. Ich sehe es nur, weil das einen Teil vom Achievement gab. Ja, sehr gut. So, das heißt, der kommt ins Skill. Das trifft damit das Gebüsch, ja. Oha. Samurai sieht nichts mehr. So, alles klar. Dann gehe ich nochmal daher. Guck mal, dann können wir uns den Strohhut doch bestimmt auch einfach gleich schnappen, oder? Was mit dem? Sieht er das? Sieht der das? Der das nicht? Nee. Gibt es überhaupt noch normale Wachen? Nö. Doch, hier, zwei. Okay, die sollten das aber auch nicht sehen. Eigentlich sollte das... Von denen, die ich jetzt auf dem Zettel habe, sieht das keiner. Ich sag, da ist noch irgendwo einer. Ja, immer wird einer sein. Das wäre ja krass.
ihn einfach mit. Was? Was? Wir haben nicht jemanden übersehen, der das gesehen hätte oder hat? Sehr schön. Das ist unglaublich. Ja, wir werden irgendwann auch mal besser. Nee, das war Glück. Da ist noch einer ohne Hut. Also ohne Hut auf dem Kopf. Kannst du sogar anpfeifen dann. Den kann ich sogar anpfeifen. Darum geht's ja, ne? Stimmt, ich habe ja auch noch eine Flöte. Leicht manipulieren kann. Und da musst du aufpassen mit dem Samurai, ne? Wieso? Weil der sich gleich umdreht bei der Patrouille und das sieht, wie der stirbt. Aber das ist doch hinter der Wand. Ah, ich muss auf den da oben aufpassen, meinst du? Oh, vielleicht einfach mal was soll's. Ja, das sieht gut aus mit dem Timing. Doch nicht in diese Richtung! Schnell nach oben. Du kannst ihn auch gleich einfach abmurksen. Stimmt. Ja. Ich kann nicht auf seinen Kopf. Doch, jetzt. Sehr gut. Hat niemand geguckt. Hat alles okay, gepasst sehr mit schön. Den Samurai, super. Ich sehe schon, wenn Mugen fertig ist, hier reinzukommen, ist auch soweit alles bis auf die Samurai weg. Dann kann er noch einmal ein bisschen Samurai-Tänzchen machen und das Fass mitnehmen. Das wäre doch schön. Ja. So, wie komme ich hier aufs Dach rauf? Von da? Von da. Da ist doch frei. Jetzt mal hier den Samurai abwarten. Zack! Ist bestimmt gut hier oben zu sein. Oh, guck mal, das Hayato. So, wenn ich die jetzt anflöte, was passiert dann? Gehen die zusammen? Gehen die alleine? Soll ich den hier jetzt noch wegmachen für dich? Mach das mal. Bin jetzt gerade da, also das muss ich ihn nicht mal erschießen. Ja, ja, mach mal. Der Samurai ist gerade weggelaufen von ihm, oder? Wo schmeiß ich ihn denn dann hin? Pass auf, das könnte gestrichelt sein von der Brücke aus. Okay, ich pass auf. Gut. Wo tue ich ihn jetzt hin? Körper verbergen! Körper verbergen war da gerade. Schnell! Schnell ist gut. Sehr gut. Der Samurai findet den jetzt nicht da irgendwo im Gebüsch. Im Kabuff. Der hier wird doch auch nicht. Oh Gott, hier ist ja noch Rally Party. Junge, räum doch mal dein Teil auf hier. Das ist hier meine Seite, ja. Da ist halt noch richtig viel los. Tut mir leid. Oh. Wenn die nicht zu zweit wären, ne, dann könnte ich dem einen einfach auf den Kopf hüpfen. Wie weit reicht denn bei mir? Kann ich vielleicht. Ich versuch mal, wenn ich nur einen im Flötradius habe, ob beide überhaupt sich hierher bewegen. Zu weit weg, das lohnt nicht. Echt? Nicht. Sie haben ihre... Hä? Die sagen, das ist zu viel Aufwand und kommen dann trotzdem her? Verrückt, ne? Komm, wenn der eine... das wird eine heikle Geschichte. Ja, ich sehe schon, was passiert. Da hätte ich eine Falle stellen können. Du musst aber den anderen erwischen. Oh, nee. Ja, aber guck mal, der geht schon vor und der andere jetzt kannst du ihn einfach töten. Das war der Plan. Nice, echt? Wow. Dass ich warte, also dass sie halt... Ich hatte gehofft, dass ich den hinteren wegmachen kann, wenn der vordere vorgeht. Das ist ja perfekt. Oh, guck mal, hier sind diese gestrichelten, diese blinkenden. Da kommst du nicht durch. Ne? Banner oder so. Kannst du dich. Doch, da kann man bestimmt durch irgendwie. Bestimmt. Wo tue ich den jetzt hin? Du musst aufpassen hier mit dem Fragezeichen, das kommt gleich um die Ecke gelaufen. Ach so. Schneller. Ja, schneller? Ich kann nicht schneller. Ich warte mal kurz hier, nicht, dass ich irgendwo gesehen werde. Ja. Oh, schnell, schnell, schnell! Oh. Oh! Alles gut! Oh Mann, ey! So. Alles klar, er ist wieder safe. Alles gut. Ein Ding. Das speichern wir erstmal, das war super war interessant. Also hier sind die irgendwie hingegangen. Was? Jetzt geh aber nicht an der anderen Seite lang. Den musst du mal einsammeln mit der Flöte am besten. Bisschen kontrollieren, dass er nicht wegläuft. Ja, genau. Guck mal wieder hier. Nein, dass er, nachdem er merkt, dass sein Kumpel weg ist, nochmal merkt, dass sein Kumpel weg ist. Jetzt komm her. Ach so. Er denkt, er kommt nicht ran, weil das auf dem Haus drauf ist. Ja. Die hören ja so 3D und so. Ja, 3D. Nice. So einen Kill haben wir auch ganz lange nicht gesehen. Ja, noch gar nicht in dieser Mission. Das ne? kann sein, ja. Das war nicht so leicht hier. Wahnsinn, jetzt bin ich ein bisschen ratlos, was ich weitermachen soll, weil
Das ist ja, jetzt, ist ja eigentlich dein Gebiet hier. Und da habe ich keine Ahnung. Das ist alles voll mit Samurai. Ist dir das mal aufgefallen? Da wo Mugen ist, sind auch die Samurai. Ich kann hier oben schon mal. Ja, du kannst da hochgehen oder du kannst den Teil von der Mauer wegmetzeln. Dann. Ich glaube, ich versuche mal mit beiden jetzt hier auf dieses Türmchen zu kommen. Mit Takuma auch. Ah, okay. Wie das? Gibt's einen Eingang? Nee, gibt's nicht. Aber wie kommt der denn? Doch, es gibt, es muss einen Eingang geben, genau. Ich wollte gerade sagen, es gibt doch hier die Kiste für ihn. Da unten ist der Eingang. Das wird interessant, ja. Es geht nur, wenn der Samurai sich. Oh. Wenn er sich bewegt. Naja, was soll's. Pass auf mit dem Samurai, der oben patrouilliert, ne? Ja, danke für den Hinweis. Bitte. Habe ich nicht dran gedacht. Ist klar. Das klappt wunderbar. Jetzt aber. Jetzt? Ach so, ja. Jetzt aber, ja. Stimmt, du hast recht. Worauf warte ich denn? So, gibt das jetzt Granaten oder Schuss? Granaten, komm schon. Schuss. Haha! Schuss ist wirklich sinnvoll in der Mission. Das ist echt nicht schlecht. Stimmt, aber Granaten sind immer besser eigentlich. Ja, du kannst jetzt Granaten auf die Leute werfen, ne? Nee, dann spreng ich die Sprengfässer. Oh ja. Außerdem sind da Zivilisten. Die wollen wir nicht gefährden. Ja. Ich weiß nicht, diesen Strohhut, der da steht, was mache ich denn mit dem? Wird der jemals von diesem Samurai, der hier patrouilliert, gesehen eigentlich? Oder kann ich den einfach wegmurzen? Ja, da wird er kurz gesehen. Aber eigentlich sieht er das nicht. Der kann auch nicht in dieses... Kann auch nicht da, wo die Zivilisten sind, reingucken. Ja, das stimmt. Kann ich dahinter lang gehen, weil dann kann ich den doch eigentlich auch mal erledigen. Eigentlich kommst du nicht in die Zivilisten rein. Du kannst wahrscheinlich nicht in den Käfig rein. Schätze ich mal. Ja, aber wollte ich auch nicht unbedingt. Okay, alles klar. Dachte ich mach mal. Ich dachte, ich laufe mal in seinen Sichtkegel rein. Das ist bestimmt immer eine gute Idee. Sicher, sicher. Geh mal außen rum hier. So. Oh, pass auf. Huch, ach, da ist ja auch noch einer. Ja. Da war ja was. Ah, das macht nichts. Ich passe nicht auf und hab Glück. Das ist mein Motto. So, dreh dich mal um jetzt hier für Samurai. Genau. Das geht tatsächlich nicht zu fassen. Oh. Das ist jetzt aber überhaupt nicht witzig. Das war gemein. Ganz fies. Vielleicht hüpfe ich ihm einfach auf den Kopf. Die Frage ist dann, wo lege ich ihn hin? Ja. Wo lege ich ihn denn dann hin? Kann er hinter den Käfig gucken? Können wir mal gerade kurz abwarten. Er kann zumindest hinter den jetzt oberen Käfig kann er gucken, hinter den unteren nicht, soweit ich das sehe. Weil da die Tür noch zu ist, glaube ich. Ich glaube, wenn die Tür zu ist, kann er nicht durchgucken. Ja. Guck mal, da kann er nämlich ein bisschen hintergucken, siehst du das? Ja, aber nee, kann er auch nicht. Dann lege ich ihn einfach hinter einen von diesen beiden Käfigen. Ja, du musst ihn wahrscheinlich zur Tür schleifen, weil der oben Patrouillierende, der jetzt gerade wegläuft, jetzt ist die gute Chance. Ja. Jetzt nicht, oder? Jetzt müssen wir mal kurz warten, bis er vorbeigeht, der Samurai. Aber gleich kommt der oben Patrouillierende wieder. Ah, okay, so machst du das. Jetzt aber schnell. Da lang. Ach, da kann ich nicht lang. Oh nein. Da sieht der andere, ne? Ja. Oh Gott. Du musst es in den gestrichelten Bereich schaffen. Bis zur Tür möglichst. Hätte ich vielleicht sogar geschafft jetzt mit gutem Timing? Nicht? Doch. Einfach halt jetzt sofort. Nee. Aber sieht mich dann der andere nicht noch? Nee, das schaffst du. Einfach geradeaus. Okay. Ganz safe. Wow. Jetzt drehe ich noch mit. Körper verbergen, bitte. Ha! Wir haben diesen Strohhut weg. Nice. Hihihi, das ist gut. Ein Abzeichen. Das Abzeichen für Gefangene haben wir geholt. Das ist schon mal gut. Haben wir schon mal ein Abzeichen in dieser Mission. Ich denke, das reicht für diese Folge, oder?
Wir haben hier ein bisschen aufgeräumt, ein paar Leute weggesammelt, die Gefangenen, naja, befreit kann man noch nicht so richtig sagen, aber anscheinend stört das nicht, wenn die Tür offen ist. Abgeschlossen war sie ja offensichtlich auch nicht. Können dann einfach gehen, wenn wir hier, wenn wir die Mission irgendwie mal zu einem Abschluss bringen. Takuma sitzt soweit safe, soweit ich das sehe. Yuki sitzt soweit safe. Ich würde sagen, in der nächsten Folge kann Team Muyato ja, also weiter vorarbeiten. Es geht immer noch um diesen Offizier hier, der muss noch weg. Und mal sehen, vielleicht schafft Timo das in der nächsten Folge. Was meinst du? Ich bin zuversichtlich, dass ich es schaffe, aber ich bin nicht sicher, ob ich schon in Burghof schaffe. Das ist natürlich das große Ziel, dann auch im Burghof oder allgemein in der Burg sich zu treffen mit den anderen beiden. Kannst du da nicht hier rein hinterher? Ja, schon, ja, aber es ist ja noch voller Wachen. Los, ne? Also. Ja. Ja. Na, wir gucken mal. Erstmal den Offizier. Einen Schritt nach dem anderen. Ja. In der nächsten Folge sagt Timo, macht er den Offizier weg. Das schauen wir uns an. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.